Herzlich willkommen, ich bin Sonne Laser und heute Tür 16 im Via Weihnachts Adventskalender. Ich freue mich tierisch, wir gucken rein, es ist ein längliches Kästchen. Und dann haben wir auch nicht mehr viel, wir haben noch 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. Und dann ist endlich Weihnachten. Lange gequatscht, kurzer Sinn, wir holen den Bit hier raus und es ist ein Adapter, den wir hier drin haben. Und zwar ist das der Via 7113S-14 Adapter. Und zwar ist das unser Bit-Adapter. Und ich habe mehrere von diesen VIA-Adaptern. Und ich muss sagen, die sind wirklich sehr gut. Der Magnet hält innen drin. Ich habe öfter so einen Adapter gehabt, wo sich dieser Magnet innen drin gelöst hat. Und der Bit einfach mit dem Magnet rausgefallen ist. Hatte ich bis jetzt bei denen noch nicht. Und das ist auch einer der einzigsten, muss ich sagen, oder einer mit unter der einzigsten, die gerade sind. Ihr müsst euch mal so ein Bit angucken, so ein Halter von irgendeinem Billighersteller und den mal eine Bohrmaschine einspannen und drehen. Dann seht ihr richtig, wie der rumeiert. Das habt ihr bei dem nicht. So, wir gucken mal in dem Spezialkalender nach. Bleibst du hier liegen? Der will da nicht drauf liegen bleiben. Der Schlingel. Und 16, uiuiuiuiui, die 16, da gucken hier oben rote Stäbe raus. Was kann das nur sein? Wir gucken rein. Das wird sehr spannend. Das wird sehr spannend. Und zwar haben wir hier, bam, guckt euch das an, Leute. Wir haben Heuler als Cut 1. Das ist sowas von genial. Ich glaube, es gab es noch nie Cut 1 Heuler. Ich glaube, das gab es noch nie. Das war immer Cut 2, so viel ich weiß. Und hier haben wir jetzt Heuler drin. Und zwar sind die von Leslie. Von Leslie sind sie. Cut 1, ich zeige euch die Nummer, damit ihr mir glaubt, weil viele glauben das nicht. Aber guckt euch die Nummer an. Da. Ja, das Licht ist hier mehr ausgerichtet als für die Kamera. Moment, ich zeige es euch. Da. Seht ihr die Nummer? Das ist tatsächlich Cut 1. Ist echt irre. Und wie die jetzt abgehen und wie man sie eigentlich benutzen sollte. Man sollte sie eigentlich so in den Boden stecken und dann anzünden. So werden wir es benutzen. Aber wir werden sie auch anders benutzen. Und zwar so, wie man Heuler typisch benutzt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesen Heulern. So, liebe Leute. Tür 16 am Start. Und zwar auch wieder eine Neuheit in dem Sinne. Und zwar die Heuler als Cut 1 von Leslie. Richtig geil. Und ich zeige euch einmal den Originalverwendungszweck. Der ist so. Das ist der Originalverwendungszweck. Der missbrauchte Verwendungszweck, den zeige ich euch jetzt. Okay, und zu guter Letzt, oder zu zweitletzt, einmal aus der Hand. Eigentlich sind sie dafür nicht gedacht, aber ich benutze sie so. Und noch ein. Ja, das waren auf jeden Fall die Heuler. Als Cut 1 finde ich richtig stark, gut gemacht. Tolles Türchen, bis zum nächsten Türchen. Wenn das nicht starke Heuler waren, Leute, dann weiß ich auch nicht. Sind die nicht abgefahren? Sind die nicht krass für Cut 1? Echt, ist super, super genial. Ich finde die richtig stark. Und dass das Cut 1 geworden ist, finde ich richtig, ey, wirklich richtig, richtig cool. Wirklich schöne kleine Heuler. Tolles Feuerwerk. Schalt auch wieder ein, wenn es heißt Laser Time in Tür 17. Ich sag tschüss.